Modus. Mein Name ist Meinert vom Heizwerk Roterstern Leipzig. Guten Tag. Guten Tag. Und zwar geht es um die Fahrgestellnummer von Ihrem Heizkörper in der Wohnstube, wenn Sie mir den freundlicherweise mal durchgeben, das wäre schön. Moment, da muss ich mal gucken. Schauen Sie mal bitte nach. Hallo? Ja? Wo soll denn die Nummer hin oder was? Na sagen Sie bloß, Sie haben dort keine Fahrgestellnummer dran an Ihren Heizkörper, Frau Modus. Das sind nämlich gefälschte polnische Heizkörper im Umlauf. Ach so. Es gibt nämlich eine polnische Heizungsmafia mit, ja, mit der Zentrale in Warschau. Das ist sozusagen die Zentralheizungsmafia. Na, passen Sie auf, wenn es sich wirklich bei Ihnen um ein polnisches Fälschungsfabrikat handelt, dann müssen wir natürlich also die Heizkörper abmontieren. Wir würden heute Nachmittag 14 Uhr mit einem Rollkommando bei Ihnen aufschlagen. Wir kommen durch die Fensterscheibe, wir seilen uns ab von oben vom Dach und machen hier Frontalangriff. Und dann werden wir den polnischen gefälschten Heizkörper dem verdienten Verwahrsam zuführen, Frau Modus. Geht schon komisch. Ja, es geht noch weiter. Wir werden Ihnen einen sowjetischen Radar... Frau Modus. Ja? Wir werden Ihnen einen sowjetischen Radiator. Dann machen Sie Spaß, oder? Nee. Wir werden Ihnen einen sowjetischen Radiator, Marke Schneller Brüder, zur Verfügung stellen. Der arbeitet mit Holzkohle. Oder wahlweise mit Plutonium. Je nachdem, was Sie gerade zu Hause haben. Hm. Haben Sie sowas Ähnliches im Keller? Nee. Was, Sie haben kein Plutonium im Keller? Weiß ich nicht. Da bringen wir Ihnen welches mit. Komisch. Na, wenn da ein paar Leute am Seil durch Ihr Fenster kommen, das sind wir vom Heizwerk Roterstern Bautzen. Frau Modus, wiederhören. Wiederhören. Tschüss. 200 Puls hab ich. Ich hab Puls. Wunderbar. Radio PSR. Sinnlos Telefon.